Was versteht man unter BIOS? Nun, zunächst mal ist das ein Akronym, steht für Basic Input Output System. Basic Input Output System. Hilft uns das jetzt weiter? Naja, sagen wir mal so. Das Ganze ist ein dauerhafter Speicher, also kein flüchtiger Speicher, sondern ein dauerhafter Speicher. Und der ist essentiell für den Startvorgang. Ja, essentiell für den Startvorgang des PCs. Ja, seine Daten, also die Daten aus diesem dauerhaften Speicher, werden bei jedem Start des Computers eingelesen. Ja, und damit, Sie können den Computer nicht starten ohne dieses System hier. Ja, also essentiell, um das Ding zum Leben zu erwecken. Das ist BIOS. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.